So, jetzt. Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das Thema noch rausbringe. Also, ich habe lange überlegt, ob ich das Thema noch rausbringe mit dem Thema Modis. Haben aber doch noch mal einige gefragt, ob ich mal das Thema verschiedenen Sportmod, Eco-Modus und ich würde sagen den Standard-Modus mal erklären könnte. Und vor allen Dingen die Unterschiede, beziehungsweise wie ich das Fahrverhalten zu dem jeweiligen Modus. Und ja, es gibt andere Verhaltensmuster zu jedem, aber die sind nicht so gravierend, dass es einen riesen Unterschied ergibt. Also es ist eher marginal. Ich würde jetzt sagen, ich suche mir kurz eine Einbuchtung. Dann überlegen wir uns oder zeige ich euch mal ganz kurz, wie wir in die verschiedenen Modis reinkommen. Und dann würde ich sagen, lasst uns gemeinsam ab auf eine Teststrecke gehen. So ein bisschen abseits von allem. Damit es einfach, damit ich euch das ein bisschen in Ruhe erklären kann, wo denn die Vorzüge liegen oder die Nachteile der jeweiligen Modis oder wie man sie auch immer Mehrzahl nennen mag. Ich weiß gar nicht, ob es Modis, ja, egal. So. Ich suche mal nach einer Stelle und dann seid ihr gleich wieder dabei. Hier haben wir doch eine geschickte Stelle. Okay, doch nicht. Ich habe gar keine Lust, wenn da irgendwelche Leute dran sind. Das macht mir dann nicht so viel Spaß, da anzuhalten. Und dann mal gucken die auch einen bescheuert an und dann sagen und denken wahrscheinlich noch, was ist denn das für ein Dödel? Labert mit sich selber mit der Kamera. Obwohl ich denke, mittlerweile müsste das ja eigentlich völlig normal sein. Und dann haben wir hier eine Stelle kurz. Das ist doch einwandfrei. Hier, mir kommt keiner. So. Jetzt parken wir hier mal kurz richtig hin. Tschu, tschu. Also, ich lasse jetzt kurz alles an. Damit ihr in den Modus reinkommt, müsst ihr hier unten. Ups, Verlicht. Also müsst ihr den unteren Stecker. Unteren Stecker. Den unteren Taster. Einfach lange drücken. Dann zeigt das Thema hier auch an, dass ihr im Sportmodus seid. Hier oben seht ihr dann, dass alle Helferlein, elektronischen Helferlein zur Stabilisierung im Schwingern, ESP und so weiter, alles aus ist. Auch hier die Reifentraktionskontrolle wird abgeschaltet. Im Prinzip wird jetzt alles abgeschaltet, was sozusagen die Sicherheit bei einem normalen Modus gewährleistet. Wenn ihr jetzt sagt, ihr drückt da nochmal länger drauf, dann kommt ihr in diesen Eco-Modus. Dieser Eco-Modus macht nichts anderes, wie die Gasannahme ein bisschen zurückschrauben, damit sozusagen ein bisschen weniger Kraftstoff verbraucht wird. Oder ja, so kann man das eigentlich nennen. Aber ihr habt alle elektronischen Helferlein weiterhin an. Deswegen, ja, ich würde jetzt so sagen, Eco-Modus kann ich jetzt euch mal zeigen. Es ist aber schwierig nachzuvollziehen, wenn man nicht selber auf dem Gefährt hockt und selber mal hier an dem Gashahn sozusagen spielt und auch fährt, weil sonst. Also ich versuche es zu erklären. Lass uns auf die Piste gehen. So, das ist ein bisschen ein gefährliches Eck, aber wir kommen raus. So, also beim Eco-Modus ist es so, wenn ich jetzt durchdrücke hier, dann ist einfach die Leistung von meinem Riker deutlich gedrosselt. Ich merke das selber auch. Ich hatte am Anfang gedacht, durch das Mapping ist bei mir weg, aber es ist nicht weg, es ist genauso da. Also die Gasannahme ist deutlich geringer. Und das ist so ein bisschen der Eco-Modus. Sonst fährt er sich wirklich identisch zu dem völlig normalen Modus. Da gibt es keinen Unterschied. Es ist reine Gasannahme, was da der Unterschied ist. Und sonst gar nichts. Das Interessante wird dann erst so ein bisschen bei dem Sportmodus. Ich versuche jetzt erstmal rauszugehen. Jetzt ist ja sozusagen im normalen Modus drin. So wie man es eigentlich alltäglich fährt, die Riker. Jetzt schauen wir mal, dass wir. Jetzt fahren wir gleich mal nach links weg.
Und dann können wir auch diesen Sportmodus mal kurz testen. Da geht es so ein bisschen kleine 17 hoch. Das wird immer ganz geschickt oder ist ganz geschickt. Okay, kommt nichts, kommen wir rüber. Also, ich würde jetzt euch mal zeigen, jetzt gehen wir mal in den Sportmodus rein. Einfach wieder hier unten länger drauf drücken. Sportmodus wird hier angezeigt. Und ihr seht, hier oben sind alle Helferleinen ausgeschalten. So, wenn man das Mapping nicht drauf hat, tut sich ein bisschen was verändern, so, aber nur ein bisschen. Weil einfach die, ich sage immer, die Helferleinen, also die elektronischen Stabilisierungssysteme sind halt weg. So, bei meinem Mapping macht es keinen Unterschied mehr, das ist wirklich identisch dann zum Sport und zu dem normalen. So, einziger Unterschied, wie ich schon sag, elektronischen Helferleinen sind ausgeschalten und das würde bedeuten jetzt, wir können ein bisschen mehr durchdrehen und der Arsch schwänzelt ein wenig mehr. Das Thema ist aber bei mir, dass der sowieso schwänzelt durch das Mapping, durch die Leistung, was er da hat. Ich versuche das mal Ganze hier irgendwie zu demonstrieren. Aber wie ich schon am Anfang gesagt, es ist schwer, ein Gefühl zu vermitteln, das man eigentlich nur beim Fahren sieht. Das kann ich euch nicht so geben. Das heißt, ihr müsst da wirklich selber mal fahren und das selber ausprobieren. Was ich euch aber sagen kann, ist es, würdet ihr zu viel Gas geben hier was lag da? Also in der Kurve, dann nimmt er das Gas nicht zurück, wenn er merkt, ihr übersteuert, untersteuert. Das juckt ihn in diesem Sportmodus einfach gar nicht mehr. Er geht da einfach durch. Also sonst, ich spüre hier nichts. Es gibt keinen Unterschied mehr zu meinem Modell. Also zum normalen, weil außer dass er mehr durchdreht, Traktionskontrolle aus ist, ist es wirklich, ja, ich würde sagen, für die Leute, die viel driften wollen, im Kreisverkehr, ist genau das Ideale, weil ihr könnt da durchheizen, ihr könnt voll den Hahn aufdrehen und dann macht es auch Spaß. Das Thema, und das muss ich leider wieder sagen, ist, ich habe Mapping und da macht es generell immer Spaß, unabhängig von dem Modus, den ich da fahre. Deswegen ist das immer für mich ein bisschen schwierig, das Ganze so neutral wie möglich zu beurteilen. Wichtig ist, ich versuche es mal da vorne, damit ich das euch demonstrieren kann, damit er wirklich durchdreht. Und zwar wirklich ohne Helfer. Und dann fängt er auch an, so ein Schwingen zu machen. Also wirklich so ein Schwabbeln, sage ich immer, schwingen ist ja falsch, aber ein Ausbrechen mit der Hinterachse, die geht dann links, rechts wie so eine Schlange. Das Ganze versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu provozieren. Ist eigentlich recht einfach. Damit ihr auch seht, was ich damit meine. So. Links und rechts ist frei. Dann lass uns mal durchdrehen. So, jetzt. Seht ihr das? Nennt man dieses Schlingern. Und das passiert aber nur, weil ich jetzt den Sportmodus drin habe. Das passiert auch nicht im normalen Modus, auf gar keinen Fall. Da tut er alle Helferlein einschalten, die es eigentlich gibt. Und die verhindern dieses Schlingern. Deswegen ist der Rallye-Modus wirklich perfekt für Leute, die von unten raus Gas geben möchten und ein bisschen Spaß haben möchten im Kreisverkehr, beim Losfahren, ein bisschen auf dem Schotterweg ein bisschen rumdriften und sowas. Da ist der ideal. Oder auch im Dreck. Ich habe keine Ahnung, wo noch Leute drauf kommen, wo zu fahren. Genau dafür ist der Rallye-Modus. Ich selber muss sagen, ich fahre ihn nie. Weil ich einfach keinen Bedarf habe, ihn zu fahren. Beziehungsweise auch den Eco-Modus fahre ich ganz, ganz selten. Vielleicht mal, wenn ich Autobahn fahre, über längere Zeit. Aber das kommt sowas von selten vor, dass ich das tue. Deshalb ist für mich, sind die Modis für mich ziemlich uninteressant. Und ich kann auch nicht so ganz verstehen, wenn man es. Der 600er hat ja diese Modis nicht. Das hat ja nur der 900er. Und dann gibt es ja noch den Rallye-Modus bei der Rallye-Edition. Den habe ich halt nicht, weil ich die normale 900er habe. Wird aber kein großer Unterschied sein zum Sportmodus. Müssen wir aber mal. Ich versuche mal so ein Dreieck zu kriegen mit dem Rallye-Modus, damit man vielleicht auch dort den Unterschied spürt. Ich müsste es einfach selber fahren. Ich kann jetzt wirklich nur für Sportmodus, Eco-Modus und den Normalmodus bei der 900er ACE sprechen. Und alle anderen muss ich leider jetzt ausklammern. Hat keinen Wert.
etwas darüber zu sagen, wenn ich es einfach nicht weiß. Boah, die Sonne, die blendet doch deutlich. Wahnsinn. Ja, ich versuche es jetzt nochmal zu demonstrieren über einen Feldweg. Dann seht ihr das nochmal mit dem Ready-Modus, wie das Ganze den hin und her schlabbert. Meine arme Reifen, ey. Aber was tut man nicht alles, ne? Jetzt suchen wir nochmal so einen schönen Feldweg und dann ziehen wir noch da raus. Ich glaube, hier ist einer, oder? Ja, da fahren wir kurz rein. Drehen wir kurz um. Oh, ihr wisst gar nicht, wie angenehm es ist, mit dem Lenker zu fahren. Weil dieser Lenker ist so eine Hilfe, gerade beim Normalfahren. Fühlt sich einfach an wie 100 Kilo weniger, dass man irgendwie links und rechts hindrücken muss. Kann man sich nicht vorstellen, muss man ausprobieren. So, jetzt machen wir das mal. Also. Seht ihr das? Das passiert beim Sportmodus. Beim normalen Modus regelt er sofort ab. Also das passiert schon, aber nicht so heftig. So, einmal nochmal draufdrücken. Ich habe jetzt zweimal nochmal draufgedrückt, dann damit ist das Thema erledigt. Dann seid ihr raus aus diesem Modus. Oder aus den Modis, Sportmodus und Eco-Modus. Und das war es eigentlich auch schon. Also, immer wie ich auch schon sage, es ist meine eigene Meinung. Versucht euch beim Fahren selber mal ein Bild zu machen, aber übertreibt es einfach nicht, gerade beim Sportmodus oder sowas. Also wenn ihr euch nur unsicher seid, dann lasst am Anfang. Werdet erstmal sicher mit dem, oder vertraut euch mit dem Raiker, wie er sich fährt, wie er sich anfühlt und so weiter, bevor den ganzen Quatsch anfangen zu machen. Das kann man machen, wenn man sich sicherer fühlt auf dem Bock. Davor würde ich das gar nicht anfangen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in diese Moduswelt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich doch sagen, lasst mir einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen und haut rein mit eurem Alpaka. Ciao, ciao.